wunderschönen guten Abend, hallo zurück zu Giga The Show, die dritte am heutigen Abend, und wir haben ein tolles Thema. Amerikanische Jugendliche zocken wie verrückt, 97% haben wir vorhin schon festgestellt. Unglaublich. Ja. Also man kann es wirklich nicht glauben, es gab da eine Umfrage, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, vielleicht vorhin. Es wurde eine Umfrage von einem ernstzunehmenden Medieninstitut durchgeführt, und die haben über 1000 Jugendliche befragt und auch deren Eltern. Und dabei kam eben heraus, dass im Schnitt 97% aller 12- bis 17-Jährigen sagen, ja, ich zocke. Und das auch regelmäßig. Mhm. Und das heißt, so viel wie bei den Jungs sind es 99%, bei den Mädels nur 94%. Das sind natürlich wahnsinnige Zahlen, mit denen hätte, glaube ich, früher niemand gerechnet. Und jetzt ist natürlich interessant, was bedeutet das, und vor allem, was bedeutet das auch in Amerika? Und wer könnte da geeigneter sein, um ein Statement quasi aus dem Herzen Amerikas abzugeben, als unser New York-Korrespondent Felix Rick? Felix, hörst du mich? Ja, lieber Colin, ich höre dich ganz grandios perfekt hier. Großartig. Fantastisch. Ich hoffe, dir geht's gut drüben, und wir haben dich jetzt nicht gerade aus dem Bett geholt oder Ähnliches. Nee, keine Sorge, ich war gerade zu Hause, und es passt natürlich wie immer hervorragend. Ich freue mich, dass ich ein wenig meinen Senf zu eurer Sendung geben darf. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hast du es ja auch mitbekommen vor Ort, dass diese neue Umfrage wirklich Ergebnisse zutage gefördert, mit denen hätte niemand gerechnet. Fast jeder Jugendliche zwischen 12 und 17 zockt in Amerika. Und jetzt möchte ich natürlich von dir wissen, ist das wirklich was, was man quasi spürt, wenn man als Zocker in Amerika unterwegs ist? Ich muss jetzt noch mal kurz ein bisschen auf diese Umfrage eingehen. Das ist ja irgendwie eine Umfrage, ich habe das jetzt natürlich auch alles gelesen und so, eine Umfrage, die umschließt so um die 1200 Leute. Und da sehe ich natürlich das Problem, das auf 300 Millionen Amerikaner hochzurechnen, beziehungsweise dann eben auf den prozentualen Anteil an Jugendlichen, finde ich ein bisschen schwierig. Kommt natürlich auch immer darauf an, wo diese Umfrage gemacht wurde, in welcher Stadt und so. Allerdings muss man schon sagen, dass hier in Amerika das Zocken weitaus mehr wahrgenommen wird als in Deutschland zum Beispiel. Das ist jetzt in der Werbung, die man vor allen Dingen auch in New York sieht, am Times Square große Poster zu GTA oder auch an Häuserwänden oder an Bushaltestellen. Da ist dieses ganze Medium einfach präsenter als in Deutschland. Man sieht auch Leute einfach öfter in den U-Bahnen oder in Bussen sitzen mit einem DS oder mit einer PSP. Also das kommt mir schon so vor, als wäre das Bild des Zockers hier öfter zu sehen als in Deutschland. Was meinst du denn, woran das liegen könnte? Weil man kennt das ja so als Europäer zum Beispiel aus Japan. Da ist es ja schon seit Jahren so, dass man da ganze Viertel hat, in denen gibt es Fachgeschäfte, wo dann nach Feierabend zum Beispiel, ich sag jetzt mal, die ganzen Schlipsträger hingehen, sich die neuesten Comics angucken, die neuesten Spiele holen. Wenn dann neues Final Fantasy oder ein anderes Mega-Highlight erscheint, dann stehen die Leute da zu nachtschlafender Zeit aus, kampieren vor den Videospielläden. Da gibt es immer diese Fotos mit gigantischen Schlangen. Also in Japan ist es ja schon seit vielen Jahren so, dass man sich quasi fürs Videospielen so gar nicht schämen muss. Das scheint komplett in der Kultur angekommen zu sein. Und in Amerika wird es jetzt irgendwie auch immer prominenter. Worauf führst du das denn zurück? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt prominenter wird. Ich meine, man muss sich einfach mal angucken, die Videospielgeschichte. Da hat Atari eine Riesenrolle gespielt, und Atari ist eine amerikanische Firma. Also dementsprechend war Amerika schon auch immer von Anfang an mit dabei, was das Videospiel-Genre angeht und eben auch die Entwicklung der Videospiele. Und jetzt ist halt Microsoft wieder als amerikanische Firma eingestiegen in den Markt mit der Xbox damals. Und das Thema war halt schon immer ziemlich präsent hier drüben. So ist das nicht. Ja, ist es denn so, würdest du jetzt sagen, weil momentan unterscheidet man ja, aber seit Nintendo jetzt mit der Wii solche unglaublichen Erfolge auch in Amerika feiert, Casual Gamer, Hardcore bzw. Core Gamer, ist das ein Unterschied, den man quasi wahrnimmt? Siehst du jetzt wirklich mal mehr häufiger Mädels zum Beispiel, die mit dem DS im Central Park sich gemütlich machen, oder wird das alles mehr aufgebauscht, als man eigentlich, als es dann wirklich den Tatsachen entspricht? Also es ist jetzt nicht so, dass man in jeder Ecke irgendwelche Zocker erkennt oder sieht oder dem ist jetzt nicht so. Also man sieht schon Leute, aber nicht überall und die ganze Zeit. Also das mit diesen 97%, diese Umfrage, das kann natürlich sein. Man muss sich überlegen, der PlayStation 2 ist auch mit 10 Millionen verkauft. Dann kommen noch etliche andere Konsolen hinzu. Also kann man sich schon irgendwie so ein bisschen ausrechnen, dass wahrscheinlich jeder Dritte irgendwie eine Konsole hat. Und dementsprechend kennt jeder irgendjemanden, der eine Konsole hat. Und dann wird natürlich auch mal gezockt. Aber es ist natürlich die Frage, inwieweit und wie viel wird gezockt, ob man nur mal bei einem Kumpel zuschaut oder
Das wird natürlich, das sind natürlich alles Faktoren, die in dieser Umfrage nicht so wirklich klar werden. Aber es ist nicht so, dass einem bewusst jetzt auffällt, dass an jeder Ecke Zocker sind. Aber man merkt schon irgendwie, dass das Thema hier einfach weiter verbreitet ist als bei uns. Und deswegen, wie gesagt, finde ich das auch gar nicht so abwegig, dass so viele Videospieler wirklich vorhanden sind. Ob es jetzt 97% sind, das glaube ich jetzt persönlich nicht so ganz. Aber ich würde schon davon ausgehen, dass 90% der Jugendlichen mit Videospielen zu tun haben. Ja gut, sprechen wir nochmal vielleicht dann abschließend ein bisschen über ganz konkrete Erfahrungen, aus zum Beispiel deinem Bekanntenkreis. Weil du hast lange hier natürlich gelebt, bei Giga kennt man dich als beliebten Zocker und du hast es selber auch mit Passion betrieben, das Ganze. Du kennst ja wahrscheinlich auch so ein bisschen diese deutsche Mentalität, die man manchmal so hat. Da denkt man, ja, ich spiele Videospiele und man hat so das Gefühl, ja, man muss sich vielleicht so ein bisschen dafür rechtfertigen. Ist das was, tatsächlich so eine Mentalität auch in deinem Alter, in dem Bekanntenkreis, den du vielleicht so in New York hast, dass das viel ernster genommen wird, dass man quasi auch ruhig sagen kann, ja, na klar zocke ich, warum denn auch nicht? Es ist ja ein Spiel, es ist Unterhaltung, es macht jede Menge Freude, warum soll ich mich denn dafür rechtfertigen oder sonstige Vorwürfe da über mich ergehen lassen? Ist das irgendwie anders da in Amerika, beziehungsweise in deinem Bekanntenkreis? Es ist schon ein bisschen anders. Also es ist schon ein bisschen anders, wie du sagst, man muss sich in Deutschland, oder man hat das Gefühl, man muss sich immer so ein bisschen rechtfertigen dafür, ja, ich bin ja nur ein Videospieler und sowas. Das ist hier wirklich in dem Sinne nicht so. Und es ist auch, wie gesagt, einfach mehr unter den Leuten verbreitet, akzeptierter dieses ganze Thema. Sieht man allein schon daran, es gibt zwar auf den Spieleverpackungen Richtlinien für das Alter, aber das sind nur Empfehlungen und nicht richtige Richtlinien, wie es bei uns mit der USK ist. Aber auch eben Nintendo Wii ist hierbei verbreitet. Ich kenne hier einige Damen, die durchaus zu Hause auch ein Nintendo Wii stehen haben, aber sonst eigentlich mit Zocken nichts am Hut haben. Und da ist es dann halt so der Party-Gag in dem Sinne. Das kommt ja in Deutschland jetzt auch immer mehr. Aber auch, wie gesagt, dieses Generelle, dass man hier zockt und so, man muss sich da weniger schämen für, in Anführungszeichen. Vielleicht kommen wir da ja auch mal hin, wird wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen dauern, bis man dann auch irgendwie lebensgroße Times Square-Plakate dann auch in Berlin oder sonst wo sieht. Letzte Frage vielleicht noch, das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür, mega viele Highlights sind im Anmarsch. Kannst du ungefähr einschätzen, worauf sind die Amis am meisten scharf von den kommenden Highlights? Ich glaube, dass dieses Weihnachten wieder definitiv die Wii dominieren wird. Wii Fit ist unglaublich angesagt zurzeit, dann ist ja vor kurzem das Super Mario Baseball-Spiel hier rausgekommen und Amerikaner stehen natürlich auf sowas. Ich glaube, dass dieses Weihnachtsgeschäft vor allen Dingen auch die PlayStation 30 gut verkaufen wird und die Xbox 360 für das Weihnachtsgeschäft, glaube ich, auf Platz 3 landen wird. Aber das sind nur meine persönlichen Prognosen, weil ich habe es halt so einfach mitbekommen, als ich mal ein paar Mal hier Videospielläden rumgefragt habe, dass eben die PlayStation 30 mittlerweile ganz gut verkauft und die Xbox 360 sozusagen auf Platz 3 ist in den monatlichen Verkaufscharts. Ja, da sind wir mal gespannt, wie sich das entwickelt. Weihnachtsgeschäft, immer Möglichkeit, Verlierer und Gewinner werden da neu ausgelobt. Felix, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich im Namen aller Giga-Zuschauer. Immer wieder gerne. Ja, das werden wir bestimmt bei Zeiten mal wiederholen. Ach Gott, ich komme jetzt so auch fast ein bisschen die Tränen. Danke, dass du mit mir gesprochen hast. Komm doch endlich mal vorbei. Ja, definitiv. Ich nagel dich drauf fest. Aber jetzt genug, das ist alles kostbare Sendezeit, die wir doch viel besser mit tollen neuen Spielen füllen können, nämlich mit dem kongenialen Newsflash. Ne? Erste News, der Bart ist ab bei Felix Rick. Viele haben darauf gewartet, endlich ist er weg. Ne? Nun ja, wer weiß, was da schon alles drin gelebt hat. Felix lebt in den USA, ihr wisst es. Und da kommen jetzt auch wieder fantastische Neuigkeiten. World of Warcraft, bald voll mit Terroristen, Fragezeichen, lautet die populistische Schlagzeile, die wir anzubieten haben. Ihr erinnert euch vielleicht an einen Screenshot von Fallout 3. Dort wurde ein zerstörtes Washington gezeigt und einige Nachrichtensender haben das doch tatsächlich als ein Terroristenbild abgestempelt. Es geht aber noch weiter. Der Dr. Dwight Tovis von der National Defense University hat gegenüber Mitgliedern der US Intelligence Community folgendes Szenario sich ausgemalt. Er könnte sich vorstellen, dass sich zwei Spieler auf den Servern von World of Warcraft per Chat verabreden für einen Raid auf den White Keep in den Stone Talon Mountains, um dort mit dem Spruch Dragonfire 110 Gold und 234 Silber zu erbeuten. Und er hat das Ganze dann mal übersetzt, denn es könnte ja theoretisch eine Terroristengeheimsprache sein, dieser Chat-Log. Und daraus hat er gemacht, wir führen einen Angriff mit unkonventionellen Waffen auf das Weiße Haus aus, wobei 110 und 234, also die Silbertaler von eben, Angaben wären für die Karte von Washington. Das also seine Theorie.
Klingt komisch. Aber wer weiß, vielleicht machen sich bei Terroristen über World of Warcraft her. Ja, und mit ein bisschen Pech, nicht nur über World of Warcraft, denn MMOs sind im Kommen und richtig groß. Der nächste Großangriff folgt mit Warhammer Online Age of Reckoning und zwar schon morgen ist es dann erhältlich und wer weiß, was für Tummelplätze dann da noch aufgetan werden. Wir hatten es vorhin schon in den News, als es darum ging, dass Entwickler Mythic so ein bisschen pumpig auf Electronic Arts als Publisher reagiert hat. Das heißt aber nicht, dass die beiden sich nicht doch gut verstehen, vor allem werden sie sich bestimmt künftig wieder zusammenkriegen, wenn die Erfolge, die man zu erwarten hat, auch tatsächlich eintreffen. Electronic Arts hat nämlich jetzt bekannt gegeben, dass sie die größte Erstauslieferungsmenge in ihrer gesamten Bestehenszeit bei Warhammer Online in die Läden stellen. Und das sind sage und schreibe 1,5 Millionen Spiele zum Verkaufsstart. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Electronic Arts, die seit 26 Jahren im Geschäft sind, die jede Menge Spiele haben, die sich Millionen, Milliardenfach quasi schon verkaufen, die sagen jetzt, Warhammer Online, das wird das größte Ding, was wir in unserer gesamten Karriere irgendwie zu bieten haben. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ob es natürlich dazu reicht, am Thron von WoW zu rütteln, das wird sich dann in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Aber wie gesagt, unsere Kollegen von Online-Welten, die werden dann natürlich mit Argusaugen drüber wachen, ob da vielleicht die Wachablösung erfolgt. Eine Wachablösung ist bereits geschehen, zumindest wenn es nach Berichten von Reuters.com geht. Die haben nämlich festgestellt, dass man bei Hitwise, das ist eine Firma, die Verhaltensweisen im Internet überwacht, dass man da festgestellt hat, beim Untersuchen des Nutzungsverhaltens von 10 Millionen Usern, dass, und jetzt kommt's, soziale Netzwerke beliebter sind als Pornos. Und das ist wirklich mal, muss ich sagen, Hut ab, eine Übernahme, mit der ich nicht gerechnet hätte, also Pornos, die ewige Nummer 1 bei vielen meiner Bekannten, bei mir persönlich natürlich nie, ist nur noch Platz 2 auf Platz 1 sind soziale Netzwerke. Keine Ahnung, wie jetzt übrigens Erotikportale mit sozialem Netzwerk angeschlossen gezählt werden, ob zur einen oder zur anderen Seite, darüber gibt es leider keine Informationen. Ich persönlich glaube auch nicht so ganz dran. Ich habe deine Explorer-History mir angeschaut und olala caramba, sag ich da nur. Aber jetzt wieder zu was ganz anderem. Seriöse Spiele kommen da bald aus dem Hause Blizzard, und zwar Diablo 3. Die Mega-Ankündigung, glaube ich, für alle PC-Spieler, sorgt einerseits für extrem viel Vorfreude, extrem hohe Erwartungen und vielleicht auch schon den ein oder anderen Dämpfer. Blizzard hat ja bereits zwei Charaktere bekannt gegeben, als da wären der Barbar, den kennt man schon, und den Hexendoktor. Das ist quasi eine neue Art von Charakter, der sich aber bei genauerem Hinsehen doch sehr an dem Necromancer aus Diablo 2 orientiert. Und jetzt wartet natürlich die Welt gespannt darauf, was für neue Charaktere Blizzard bekannt gibt. Viele alte Fans hoffen auf alte Figuren, die man bereits kennt, mit denen man dann weiterzocken kann, mit denen man sich heimisch fühlt. Blizzard aber sagt, wartet's mal ab, freut euch nicht zu früh, wir wollen eigentlich lieber neue Charaktere einführen. Und da hat Jay Wilson sich zu geäußert, das ist der Lead-Designer von Diablo 3. Er hat geschrieben, nämlich, dass man vorerst nicht vorhabe, Klassen aus Diablo 1 und Diablo 2 in Diablo 3 zu übernehmen. Wörtlich sagt er, für die meisten Diablo-Fans ist diese Nachricht ziemlich enttäuschend, doch man könne sicherstellen, dass man mit den kommenden Updates, die da sicher kommen werden, dann auch wieder viele alte, bekannte Klassen findet und dass die neuen Charaktere sowieso so super sind, dass kein Oldschool-Fan quasi den alten Recken hinterherheult. Acquires Tenchu 4 spendiert uns neue Screenshots. Die können wir uns hier mal schnell angucken. Das Spiel soll kommen am 23. Oktober 2008 in Japan. Allerdings für Nintendos wie und wann das Spiel auch in Europa erscheinen wird, können wir noch nicht genau sagen. Aber die Screens sind auf jeden Fall schon mal wunderhübsch. Das hier besonders, das letzte. Ah, oh, fantastisch. Freue ich mich persönlich auch richtig drauf. Tenchu, eine Serie, die immer so ein bisschen nicht brillant bei vielen war. Ich fand es persönlich aber super. Mhm. Aber vielleicht, was jetzt kommt, wird auch super. Jetzt Star Wars The Force Unleashed, mit Sicherheit. Xbox 360 ist ja auch ein Metier, das du ganz gut kennst. Wir machen es mit Maxi. Viel Spaß dabei. Wir sehen uns in 45 Minuten.